Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben hier Weizen drauf. Das ist der letzte Weizen, den wir Ende des letzten Vlogs gedroschen haben. Beziehungsweise war ich ja gar nicht da. Ich habe euch ja gesagt, dass ich es nicht schaffen werde. Ich war beim Kartoffelkraut abschlagen. Nee, so passt das nicht. So, der Weizen ist trocken. Den habe ich hier schon einmal gemessen. Das ist die kleine Probe, da habe ich mit unserem Messstab reingestochen. Und den will ich jetzt in unseren Sumpf kippen und dann in die Zellen rein. Da müssen wir gleich nochmal auf die andere Seite alles einstellen, aber erstmal wollen wir das Ding ankippen. Hier ist immer ganz wichtig, dass man die Schraube von dem Schäkel nicht hier fallen lässt, weil dann fällt sie nämlich unten in den Sumpf rein. So, wenn ich jetzt aufmache, passiert erstmal gar nichts. Diese ganzen Klappen hängen hier nämlich immer. Muss ich hier untergreifen. Zack, und nächster. Und jetzt können wir das gute Stück ankippen. Wie ihr seht, es hat mal wieder schön geregnet. Ist auch noch ein bisschen mehr angesagt für heute. Es ist heute Morgen, als ich wach geworden bin, meine Güte, es hat geströmt, das glaubt ihr nicht. Deswegen wird der Drescher jetzt auch heute erstmal stillstehen. Der steht da ja um die Ecke, den habt ihr ja gerade eben schon einmal kurz gesehen. Jetzt ist gleich mein Plan, erstmal den Weizen hier aufzuladen. Der war nämlich nicht ganz trocken, wir hatten aber keinen Trocknungswagen. Den muss ich aufladen und dann schließen wir den an. Und heute werde ich was machen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Wir fangen an, anzuhäckseln. Und ich bin noch nie selber Mais abgefahren, deswegen... Ich habe eine Mulde, gut, das wird dann heute Mittag kommen, da ruft Thomas mich dann von der Heidegas rechtzeitig an. Jetzt geht es erstmal daran, wollen wir mal hinten alles einstellen und dann den Weizen aufladen. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, kommt dort gleich Weizen an. Der wird dann über diese Schnecke rüber gefördert auf die Querverteilerschnecke und dann landet das hier. Wie ihr seht, da ist auch schon einiges an Weizen drin. Aber wir haben da jetzt nicht mal einen ganzen Wagen reingekippt in den Sumpf, deswegen wird das da auch alles noch reinpassen. Wie ihr auch gesehen habt, habe ich... Ah, da kommt er. Scheint, als ob ich alles richtig gemacht habe. Also wie ihr gesehen habt, ich habe diesmal keine Reinigung angemacht, die Siebreinigung, sondern den Windsichter, einfach weil der Weizen gar nicht so verkrautet war. Und hauptsächlich die Distelnester, die kannst du einfach über den Windsichter rauspusten. Deswegen diesmal nur Windsichter und keine Siebreinigung. Ah, da oben kommt der Weizen an. Das ist schön. Und was auch verrückt ist, manchmal, ja, da weiß man das gar nicht im Vorfeld. Wir haben gerade eben einen Anruf gekriegt, morgen geht's los, beziehungsweise geht's weiter mit Kartoffelroden. Wir sollen demnächst wieder einen Zug Rumba liefern. Ist auch schön, da sind die Preise noch ganz gut, kann man mitnehmen. Für jeden Zug, der früh weg ist, ist man happy. Gut, wir laden jetzt erstmal den Weizen hier auf. So, wir fangen an mit dem Laden. Das Einzige, wo ich richtig drauf aufpassen muss, ist hier die Dachrinne, damit ich hier genug Platz habe und die nicht kaputt fahre. Und ihr seht da unten unsere Holzverschalung um die Halle rum. Die hat so viel Luft nach unten, dass ich da nicht mit der Schaufel unterknicke und das alles abreiße. Und jetzt muss ich auch auf den Turm aufpassen. Das ist der Trocknungswagen, da guckt der Turm raus, nicht, dass ich den kaputt drücke. So, und dann sehen wir uns nämlich erst wieder, wenn ich die letzte Schaufel drauf schmeiß. So, und das ist die letzte Schaufel. Bin relativ zügig. Auch weil ich nette Hilfe von Olaf hatte. Aber ich bin ja nicht Bio-Peters, wenn ich nicht jedes Mal irgendwas kaputt kriege. Ne? Also, ich weiß nicht, wie oft ich von hier schon was weggeladen habe. Und ich habe es noch gesagt, ich muss hier drauf aufpassen, das gibt's nicht.
bin hier nicht untergefahren, habe angehoben, bin einfach zu dicht rangefahren. Und dann habe ich hier, ja, mit dieser Seite, ja, bin ich gegen Holzverschadung gegengekommen. Ja, hab's leider kaputt gebrochen. Jetzt seht ihr hier noch ein bisschen Weizen liegen. Deswegen holen wir uns auch gleich den Staubsauger und saugen damit die letzten Reste wirklich picobello sauber raus. Und das ist dann Hühnerfutter. Die wollen ja auch was kriegen. So, ich denke aber, ihr habt eher Bock aufs Maishäckseln. Deswegen, wir sehen uns, wenn wir da in Gange sind. Bis später. So, es geht los! Es geht los! Wir haben noch einen Kaffee geholt und es regnet in Strömen. Die erste Fläche ist die Schneise schon drin, also anhäckseln ist so, ja, ein bisschen extrem ausgedrückt. Das ist für die Jäger. Hauen wir da zwei Schneisen rein in zwei Flächen, weil da ein bisschen Wildschweine drin sind und damit die dann nicht irgendwann sagen, ja, ihr habt ja nichts gemacht und deswegen sind da so viel Wildschäden drin, häckseln wir da jeweils zwei Schneisen rein. Und das ist Premiere für mich, Lebenspremiere. Noch nie in meinem Leben bin ich Mais gefahren. Deswegen wollen wir mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Jetzt habe ich ein bisschen Kaffee gekleckert. So, ich werde gleich erstmal meine Gabel vorne abbauen, weil ich direkt hinterm Häcksler wohl hinterherfahren muss. Und ja, mal gucken. Wir sehen uns auf dem Feld. Ach du Scheiße. Steht der Typ da schon? So, hier können wir einmal schnell Christopher sehen. Der ist weiter am Haferland schwarz machen. Die nächste Fläche jetzt fertig. Da vorne kommt mir Thomas entgegen. Die erste Fläche ist nämlich schon die Schneise drinne. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt auch, Junge, ey, er baut vorne Zinkengabel ab, aber Frontlader lässt er dran. Wir haben mal irgendwann unsere Stützen abgebrochen leider, beziehungsweise verbogen. Und die haben wir dann abgebaut. Deswegen kann ich den nicht abbauen. Ja. Ja, so wird mein Trecker wahrscheinlich gleich auch aussehen. Beim Anhäckseln kriegt man ja mal ganz gerne was auf die Kabine. So, und das hier ist die Fläche. Plan ist hier jetzt einmal hier mittig quer und dann nochmal so längs. Oder andersrum, längs und quer. Wie auch immer. Da ist das gute Ding. Wir häckseln mit einem Klaas Jaguar 840. Also ist natürlich nicht unser, ist ein Lohnunternehmer. Und ja, wir probieren es jetzt mal aus. Ich habe gerade gefragt, so 3 km/h fährt er. Und ich hoffe, das geht hier jetzt auch alles gut. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Frontlader lieber hoch oder runter machen sollte. Erstmal buffe ich euch hier wieder hin. Dann habe ich jetzt nämlich hier ein bisschen mehr Platz. So, ich versuche jetzt möglichst dicht einfach an ihm dran zu bleiben. Mach mal Frontlader hoch, ich glaube, dann komme ich dichter ran. Und ich weiß auch nicht, ob er hier seinen Turm selber steuert oder da so eine Automatik drin hat. Das weiß ich alles nicht. Aber mit dem Frontlader das sieht gut aus, das passt. Ich will auch nicht zu dicht ran. Uiuiui. Ich stelle mir mal hier. Muss ein bisschen dichter ran hier. So, und zwar fahre ich jetzt gerade nur über Tempomat. Ja, es wäre cool, wenn ich seine Telefonnummer hätte. Dann könnte ich nämlich genau wissen, wie schnell er fährt. So teste ich jetzt. Wir fahren jetzt 3,3 km/h. Und wie es aussieht, kommt der Großteil im Wagen an. Ihr habt ja gerade Thomas Trecker gesehen. Auf dem Kotflügel könnt ihr die ersten Spuren sehen. Vom Motorhaube auch. Ich mache mal noch mal einen Ticken schneller. 3,6.
Hier könnt ihr sehen, hier habe ich mein Tempomat. Ah, 3,5. Also ich stelle hier einfach über die Rolle gerade mein Tempomat ein und ich versuche möglichst mittig hinter ihm zu bleiben. Ich muss sagen, ein bisschen aufgeregt bin ich. Ne? Ich kam noch nie dazu. Wir haben ja auch eine Biogasanlage, weil ich war noch nie selber am Mais abfahren. Deswegen. Da muss ich auch erstmal eine Insta-Story von machen. Ja, ist das ja. Erste Mal in meinem Leben. Wenn ihr mich bei Instagram noch nicht gefunden habt, guckt mal unten in die Bildbeschreibung oder in die Videobeschreibung. Da haue ich immer meine ganzen Links rein. Da ist Instagram, Twitch und TikTok-Link. Dann könnt ihr da wahrscheinlich auch, ja, obwohl die Story, die wird jetzt schon raus sein, wenn ihr das Video seht. Was auch cool wäre, unsere Lametech-Mulde hat da vorne so ein Gitter, das hätte ich rausnehmen können. Dann hätte ich da jetzt durchgucken können und sehen können, wie voll mein Wagen ist. Aber weil wir damit ja auch immer noch ab und zu Getreide fahren, macht das dann weniger Sinn. Dann hätte ich es danach wieder reinmachen müssen. Ja? Ja, ja, Lanzer Seite. Ja. Vegan. Ha, na gut, dann ist ja nicht so ganz dramatisch. Gut, tschüss. Ja, wisst ihr, was jetzt richtig, richtig geil wäre? Eine Drohne. Ich sehe nämlich schon in meinem Spiegel, da bildet sich schon ein Haufen hinten. Thomas, der mir gerade eben entgegengekommen ist, der ist schon hinter mir, deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, wie gleich der Plan ist, ob ich hier einfach hinterbleiben soll. Muss ja. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da ist der Spiegel. Und da sehe ich halt den Haufen. Ach, man sieht den Haufen da auch schon. Vielleicht passt das ja doch alles rauf. Da vorne ist nämlich das Feld vorbei, wo die ersten Bäume kommen. Es geht nicht bis nach ganz hinten. Dahinter haben wir noch ein bisschen Soja. Ja, das hier ist aber auch nicht unser Körnermais. Das hier ist der Silomais für die Heidegas GmbH. So, kleine Info. So, das Feld ist da vorne vorbei an der Baumkante. Und ja, er muss alles hier raufkriegen. Deswegen ist da dementsprechend ein ordentlicher Haufen bei mir auf dem Mulde. Die wird dann auch einiges liegen. Da ist, So, ich habe jetzt mit Thomas einmal Rücksprache gehalten, beziehungsweise hat er mich angerufen. Ich habe jetzt rückwärts zurückgeschoben. Und ja, jetzt kann Thomas hier vorbei. Jetzt hexen sie am Vorgewende einmal lang und dann machen wir so ein Kreuz. Jetzt muss er da oben fast mit seinem Turm aufpassen, mit den Bäumen. Aber jetzt denke ich, das passt alles. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Könnt ihr mal einmal sehen. Mulde ist schön voll. Ja, für mich heißt es jetzt abkippen. An der Biogasanlage. Also sprich nach Hause. Die letzte Bahn, diese Querstrecke, da reicht, denke ich mal, Thomas sein Wagen noch, muss ich nicht nochmal wiederkommen. Und das war es dann auch schon mit Maishexe für diesen Vlog. Ist ja auch nur einmal ein bisschen Schneisereien häckseln, damit die Jäger schön schießen können und damit wir die Schweine hier rauskriegen, weil die hauen echt ein bisschen Schaden rein. Und das wollen wir vermeiden. Gut, wir sehen uns später wieder, bis dann. Ja, später so dahin gesagt. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal noch fix, wie ich das hier an der Anlage abkippe. Und ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie, die Motorhaube ist komplett übergedeckt mit dem Mais. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht cool aus.
Das hat so einen Militär-Cabo-Look. Naja, muss trotzdem sauber gemacht werden. Ich fahre hier jetzt gerade das Orangene, was hier jetzt gleich hinter meinem Trecker vorkommt. Das ist unsere Überfahrwaage. Da an unserem Fermenter haben wir eine Anzeige, die zeigt mir gleich an, wie viele Tonnen ich geladen habe. Dann werde ich das abkippen und dann werde ich nochmal leer rüberfahren und dann wissen wir auch, wie viel Mais ich jetzt hier hingekippt habe. Und ich habe gerade Rücksprache mit Thomas gehalten, unserem Angestellten an der Biogasanlage. Der hat ja seinen ersten Wagen vorhin schon abgekippt und ein bisschen Frischmasseanteil ist wohl immer in Ordnung. Also jetzt die nächsten Tage wird immer ein bisschen was von dem Haufen dann zusätzlich mitgenommen und ja, weggefüttert. Also das muss jetzt nicht extra wegsiliert werden. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie abgekippt. Mal gucken, ob ich es dann kriege. Ich suche mir mal einen schönen Platz für die Kamera. Ja, und logischerweise, da ich noch nie Mais gefahren habe, bin ich mir jetzt auch gerade ein bisschen unsicher, wie genau ich den jetzt abkippen soll. Also sprich gerade rückwärts zurück und dann hochkippen, klar, logisch. Aber Getriebeeinstellung, bin ich der Meinung, einfach auf neutral und sich vorwärts wegdrücken lassen. Aber irgendwie bin ich mir auch ein bisschen unsicher und habe Angst, dass ich da irgendwas am Trecker kaputt mache. Jawohl, da hätte ich mich ja geärgert. Also ich habe noch nicht fertig abgekippt. Aber die Kamera ist umgekippt. So, Kamera steht wieder. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht durch Zufall ein Regentropfen genau auf die Linse kommt. Also ich habe jetzt Vorwärtsgang drinne, fahre langsam vorwärts und sobald ich merke, dass es rutscht, gebe ich einfach Gas. Vielleicht ist das auch letztendlich schädlicher fürs Getriebe. Aber ich denke mal, ich weiß mehr, wenn ich die Kommentare jetzt hier gelesen habe nach dem Video. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, der Kram rutscht ein bisschen früher runter. Gut, muss Thomas halt mit dem Radlader ein bisschen dichter ranschieben. Unsere Mulde ist leer. Das war's. Ich werde jetzt noch einmal leer wiegen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was die Anzeige gesagt hat, wie viel ich vollgewogen habe. Das Gute ist ja aber, das wird alles am Computer eingespeichert. Dann gucke ich gleich einfach mal da, wie viel wir drauf hatten. Jetzt noch hinten wieder Klappe zu und dann muss ich mal das Ding ein bisschen sauber machen, damit wir das auch für Getreide wieder nehmen können und dass uns keiner so auf der Straße sieht. Ich meine, ich persönlich finde es aus der Fahrerkabine ganz schick, aber ja, wenn du auf der Straße so gesehen wirst, kriegst du, glaube ich, doch eher ein bisschen Gelächter ab. So, jetzt sehen wir uns aber erst später. Bis dahin. So, und zwar später bei Carsten. Der ist mit unserer Horsch Prunter 6AS am Zwischenfrüchte drillen. Und ich muss mal zusehen, dass ich hier noch ordentlich ein bisschen was gefilmt kriege. Ich habe nämlich nur noch 5% Akku. Und zwar drillen wir hier Roggen. Jetzt denken sich vielleicht ein paar von euch, warum Roggen als Zwischenfrucht? Roggen ist absolut keine empfehlenswerte Zwischenfrucht. Roggen zählt aber als eine winterharte Zwischenfrucht und das ist nämlich ein Programm, an dem wir auch teilnehmen. Winterharte Zwischenfrüchte. Da haben wir 60 Hektar drinne. Und die müssen wir auch erfüllen. Jetzt noch, ich glaube, nächstes Jahr auch noch. Also die Programme laufen ja mal für 5 Jahre. Normalerweise wollten wir den Roggen nur auf unseren ortonalen Flächen als Zwischenfrucht eindrillen. Aber da kommen wir mit unseren 60 Hektar, die wir im Programm haben, nicht hin. Deswegen haben wir uns hier nämlich noch diese Fläche ausgesucht. Hier kommt nächstes Jahr Mais hin. Und hier drehen wir jetzt gerade 120 Kilo auf den Hektar aus. Wir Bios kriegen da 100 Euro für, konventionell bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, da gibt es mehr, 120, 130 Euro pro Hektar, weiß ich nicht genau. Ja, und vielleicht habt ihr euch auch am Anfang gewundert, warum wir hier ein Vorgewende im Feld haben. Das hat einfach den Grund,
Diese Fläche war vorher Emma. Emma haben wir ja ein bisschen später gedroschen. Hier haben wir nämlich vorher schon den Roggen eindrillen können. So sieht er aus, wenn er ein bisschen aufgelaufen ist. Carsten hat jetzt auch nur noch zwei Bahnen. Er muss einmal hoch und dann wieder zurückfahren. Und dann ist die Fläche hier auch fertig. Und mein Akku ist nämlich auch so gut wie fertig. Deswegen, bevor ich jetzt die Kamera hochwerfe und hoffe, dass ich sie morgen wieder fange, nochmal eine kleine Erinnerung. Wenn euch mein Content gefällt und auch dieses Video bis jetzt und ihr mich ein bisschen supporten wollt, ne, alles, was ihr machen müsst, ist ab und zu mal Like drücken und den Channel abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mir helft ihr damit extrem. Das soll es jetzt heute aber auch schon gewesen sein. Also, ich fange euch morgen. Oh Mann, ich mit meinen Übergängen immer. Morgen, wir haben nächsten Tag. Wir haben Freitag. Ich bin wieder mit unserem 6250R in dem Köckerling am Stoppelsturz. Das ist aber nicht unsere Haferfläche. Hier hatten wir Emma. Das Stroh haben wir schon weg. Und ja, genau, auch hier versuche ich auch wieder so flach wie möglich und so tief wie nötig. Ja, 8 bis 10 cm. Flacher geht es auch leider nicht. Wir können hier das Schaar schon erkennen. Hier bin ich relativ flach, in der Mitte bin ich relativ tief. Wenn ich euch jetzt aber mal hier an den Grubber ranwappe, dann könnt ihr sehen, wie viel Erde da teilweise wirklich aufgeschmissen wird. Ja, und da habe ich wieder einen geilen Übergang hingezaubert. Ich habe nämlich ein paar Aufnahmen gesammelt. Da könnt ihr euch den Grubber mal bei erarbeiten, ein bisschen angucken. Ich persönlich finde, der macht ein sehr gutes Bild. Und wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, ist hiermit einfach unser Ziel, dass wir flächendeckend alles abschneiden, einmal von der Bodenoberfläche, das ganze Kraut, die ganze Quecke. Deswegen machen wir das auch nicht mit der Scheibenegge, weil wir relativ hohes Queckeproblem haben. Und ja, das ist, Quecke ist wie Medusa. Wenn du einmal abschneidest, kommen zwei Köpfe wieder. Deswegen mit der Scheibenegge, sagt man, betreibt man eine Queckevermehrung. Ja, und wie ihr in den kleinen Clips da jetzt auch gesehen habt, ich habe dann doch am Vorgewende selber gedreht. Mit der Wendeautomatisierung hatte ich jetzt noch keine Lust, mich hier auf diesen kleinen Schlag einzufuchsen, weil das dauert ja dann doch immer, auch wenn ihr mir da echt geile Tipps gegeben habt unter dem letzten Video. Vielen Dank dafür erstmal. Und auch einige haben ja auch Links reingestellt, wo ich mir dann Videos angucken kann. Aber wie gesagt, bei so einer kleinen Fläche hatte ich jetzt keine Lust, mich damit so lange aufzuhalten, weil wenn man was dann doch nicht direkt versteht, dann dauert es ja doch immer ein bisschen länger. Und heute Vormittag wollen wir auch noch anfangen mit dem Roden. Da wurde ja gesagt, wir sollen einen Zug Rumba liefern. Ich muss gucken, ob ich es schaffe, da einmal hinzugucken. Geht ja relativ zügig. Vielleicht sind wir heute Nachmittag da auch noch in Gange. Wir sehen uns später. So, ich habe mir die Lametec Tandemkipper hinter gebaut. Da vorne ist der Roder am Fahren und ich habe mir auch leider wieder diesen kleinen mit der Pflegebereifung geschnappt. Aber das ging letztes Mal gut, das wird diesmal auch gut gehen. Ja, wir kommen auch gerade rechtzeitig. Wie ihr seht, der Bunker ist so gut wie voll. Das Fallsäge wird ja wieder runtergelassen. Worauf man immer achten muss, ist, dass Carsten jetzt zum Beispiel nicht von dieser Seite abbunkert, weil ganz oft setzt sich der Bunker dann doch auf den Wagen ab und ja, damit würde man die Plane dann kaputt machen. Wir können auch schon erkennen, dadurch, dass das Kraut weiter abgestorben ist, sehen die Kartoffeln auch schon ganz anders aus als im Video von der vollen Pullenernte. Ja, schon fast also nicht richtig scheinfest. Man sieht hier, die geht immer noch leicht ab. Aber es sieht schon ganz anders aus. Aber auch diese Kartoffel wird ganz schnell verarbeitet. Die müssen wir wieder in Big Packs abfüllen. Und 40 mm, alles was da drunter ist, kommt raus. So, ich habe hier noch meine kalte Dose und dann wollen wir mal mitfahren, ein bisschen sortieren. So, ich muss sagen, in so schwarzen Klamotten ist das doch schon
ganz schön warm in der Sonne auf dem Roder. So, ich fahre jetzt nach Hause und dann fahre ich mit dem Auto hin und hole die Boys zum Essen. Ja, und leider habe ich meine Handschuhe vergessen. Das ist, wie ihr hier sehen könnt, ja, nicht so mega dramatisch, weil wir hauptsächlich Maisstrunken und Kartoffelkraut rausgesammelt haben. Aber ab und zu fässt man dann doch mal in eine faule Kartoffel. Und ja, das ist dann sehr unangenehm. Allerdings habe ich die Kamera hier auch an einer ziemlich schlechten Stelle aufgebaut. Also hier könnt ihr mal sehen, so sah es im Normalfall aus. Also eigentlich sind die Kartoffeln an eine schöne Größe, sind schon fast schalenfest und ja, kann man gut als Pommes verkaufen. Und ansonsten habe ich die Kamera noch an ein, zwei andere Stellen rangebappt. Da könnt ihr hier nämlich sehen, das ist auch ganz wichtig, dass der Roder schön viel Erde mit in der Aufnahme mit hochnimmt, damit die Kartoffel in diesem Erdbad oder in diesem Erdhaufen nach oben gefördert wird und halt möglichst wenig Druckstellen kriegt. Gut, und Nachmittag kommen nämlich zwei LKWs, die holen die ersten Fuder von dem glutenfreien Hafer weg. Also wir sehen uns irgendwann Nachmittag, ich weiß nicht, wahrscheinlich wenn ich die LKWs fertig beladen habe. Bis später. So, bevor ich jetzt mit dem Zug wegfahre zu Carsten zum Dreschen, zeige ich euch noch einmal ganz schnell unseren Haferhaufen. Beziehungsweise den nicht mehr existierenden Haferhaufen. Ich habe gerade eben die komplette Sorte Max, das ist ja Fritz, das ist Max. Wir haben das einfach getrennt voneinander, weil es verschiedene Sorten sind. Beide Hektolitergewicht top. Fritz war klein Ticken schlechter, 53 und Max war 55 Kilo pro Hektoliter. Ja, da ist der erste weg. Das war der gute glutenfreie. Der kommt auch demnächst noch weg. Jetzt bringe ich den anderen Anhänger vorne ab und nehme einen Anhänger mit zu Carsten. Der ist nämlich am Schwarzhafer dreschen. Da gucken wir mal hin. Also bis gleich. So, und auch hier müssen wir wieder gucken, dadurch, dass ich einen Trocknungswagen habe, ob der Trocknungsturm auch passt. Also, es ist trocken. Ich habe nicht den Trocknungswagen, weil das hier feucht ist, sondern einfach, weil wir keine anderen mehr frei hatten. Wir haben ja auch Kartoffeln gerodet und die Wagen sind nämlich noch voll mit Kartoffeln. Die müssen wir auch noch absacken in Big Packs. So, und ich weiß nicht, ob ihr farblich irgendwas erkennen könnt. Es sieht dunkel aus. Es ist nämlich auch Schwarzhafer. Allerdings mit Kraut. Jede Menge Kraut. Ihr könnt, wenn ihr euch die Fläche anguckt, auch keinen Schwatt erkennen. Da vorne die ersten beiden Bahnen oder die ersten drei Bahnen, das werdet ihr auf der Kamera auch nicht erkennen, da ist ein Mini-Schwatt. Und Carsten hat das dann aber umgestellt auf Häckseln, weil einfach wirklich nichts runterkam. Er meinte gerade eben, einmal kurz hat er angezeigt, dass 0,4 Tonnen vom Hektar runtergekommen sind. Ja, im Schnitt, dass sie sind 6,5 Hektar, der Bunker hat 6 Tonnen. Er sagt, er ist voll, aber es war noch kein Berg zu sehen und die Hälfte Kraut. Also ja, mit einer halben Tonne kommt das ungefähr hin. Ja, das ist scheiße, aber wie ich schon gerade meinte, ne, 1000 Euro auf den Hektar ist Förderprämie bei dem Ortolan. Das ist mittlerweile alles geändert worden. Wir haben das Programm vor 4 Jahren angefangen, die Programme laufen immer 5 Jahre und zusätzlich muss ich dazu noch sagen, die Bioprämie fällt ja dann weg. So, wenn Carsten hier abgebunkert hat, fahre ich mit dem Ding nach Hause. Und dann geht es nämlich noch weiter, eine Fläche Rauhafer haben wir noch und der restliche Ortolan ist alles Gemenge, der wird gemulcht dann. Und anschließend, ich weiß nicht, ob wir das morgen schaffen, wollen wir den Drescher umbauen auf Ackerbohnen, weil nächsten Video, nächste Woche, Montag, wollen wir, plantechnisch, man weiß nie, wie es dann wirklich kommt, wollen wir anfangen, Ackerbohnen zu dreschen. Da geht es dann an die nächste Sonderkultur. Unsere Leguminose, das sieht aber auch absolut nicht prickelnd aus, da kann ich euch gleich sagen, da sind keine hohen Erwartungen. Aber, ne, wie ich schon mal meinte, in der Ernte werden die Schafe gezählt. Ich weiß noch mal nicht, wie man die Sprichwörter sagt. Ich sage jetzt einfach mal, die Schafe werden zur Ernte gezählt, ne? Also. Wir sehen uns, weiß ich nicht, irgendwann. Jo, und da sind wir auf einer neuen Fläche mit einem neuen Wagen, mit einer neuen Kultur. Also es ist immer noch Hafer, jetzt aber kein Schwarzhafer, sondern Rauhafer. Und wie ihr seht, wir lassen das Stroh fallen, anders als auf dem letzten Schlag. Ich könnte jetzt sagen, es lohnt mehr, es ist immer noch lächerlich. Also hier kommt unter eine Tonne runter. Ein bisschen Strohmasse ist hier, wir können mal in den Bestand reingucken. Es ist auch ganz schön verkrautet. Es ist ja auch immer noch Ortolan, ne? Also wie gesagt, wir durften hier nichts machen.
Es sieht absolut nicht prickelnd aus, ne? Ist auch ganz schön leicht. Aber mehr, wie man nicht hat, hat man nicht. Und ja, der Wagen wird auch lange nicht voll. Also ein Bunker hier auf der Fläche, könnte man fast happy sein. Also wenn das auf ist hier? Ja, wir müssen noch mal anmachen und mal gucken, was hier nicht läuft. Was war das? Kommt hier vom Getriebe. So, hier unten hat Carsten gerade entdeckt, ist Metallspäne. Wir wissen nicht, was es ist. Wir haben gerade einmal raufgehalten, die Kamera, als ich angemacht habe. Das läuft alles. Auf jeden Fall ist das ein Fall für Yarmen, für die Werkstatt. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Wir dachten erst, es wäre die Einzugsschnecke, aber ja, so kann es kommen. Ich wollte gerade euch ein paar schöne Clips zeigen vom Dreschen und können wir Ende mit dreschen. Carsten und ich haben jetzt Schneidwerk hier, wie ihr seht, alles abgebaut. Er bunkert jetzt das bisschen Krümelrest, was da bei ihm im Bunker drin ist, ab. Ich habe mit der Werkstatt gerade schon telefoniert, dass die morgen kommen. Also morgen ist Samstag, muss Notdienst kommen und ich muss weiter rüber. Ja, wie ihr seht, ganz knapp passt das. Einmal noch mal ganz kurz, so was jetzt genau passiert ist. Ich wollte gerade eben, das ist auch, dann ist die Laune im Keller, es ist dann scheiße. Wir sind ganz normal gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das sogar noch in den Aufnahmen so ein bisschen mit drauf habe, als das passiert ist. Ist nichts vorne drin gewesen im Schneidwerk. Auf einmal rattert das ganz komisch und es passiert nichts mehr. Da vorne war das gerade, Fahrtrichtung links, wo die Gelenkwellen in das Getriebe übergehen. Ich habe selber nicht gesehen, Carsten meinte, die ganzen Ketten, Zahnräder haben sich da alle gedreht, aber da unten habt ihr es, ihr werdet es nicht gesehen haben auf der Kamera, aber da, wo ich hingezeigt habe, da war Metallspäne. So, ich habe jetzt gerade eben schon mit der Werkstatt telefoniert. Müssen sie dann morgen früh kommen. Gleich um 8, glaube ich, kommt da jemand. Wir haben jetzt hier die, boah, keine Ahnung, war das eine halbe Tonne, Tonne, was da im Bunker drin war, abgebunkert. Ihr habt den ganzen Bestand gesehen, das ist hier echt, oh Mann. Pünktlich zum Wochenende nur scheiße gerade. Leute, Laune ist jetzt irgendwie ziemlich miserabel. Vor allen Dingen, weil wir diese Woche eigentlich fertig werden wollten mit Getreide. Und wie gesagt, nächste Woche mit Ackerbohnen anfangen. Das steht jetzt alles wieder in den Sternen. Den Wagen muss ich nicht anschließen, das war trocken auch, so wie der andere. Wir sehen uns morgen. Also, bis denn, Henne. Ja, moin, Henne. Hier wird gerade vorbereitet. Der erste LKW, ach der LKW sag ich, der erste Wagen wird abgekistet bzw. abgebigpackt, keine Ahnung, ob man das so sagt. Auf jeden Fall wird er in Big Packs abgefüllt. Und Paula und ich fahren zur Biogasanlage. Wir haben mal wieder Dienst. Da vorne steht der Drescher. Ich habe gestern noch viel mit der Werkstatt hin und her geschrieben, denen die Typenschilder geschickt und gezeigt, was das ist. Da ja, wollen die heute zwischen 8 und halb 10 kommen und ein neues Teil einbauen. Ja, wollen wir hoffen, dass das alles klappt und dass wir den Drescher heute wieder zu laufen kriegen und den Rest abgetütet kriegen. So, wir schmeißen erstmal die Anlage voll, schreiben Werte auf und wir sehen uns später. So, ich bin hier am Stroh zusammenstellen und ich habe gedacht, bevor ich hier jetzt gleich Feierabend mache bzw. fertig bin, da vorne ist nämlich schon Teilmiete, mein Dreiachser ist voll und dann habe ich hier noch zwei Ballen hinter mir.
habe ich gedacht, ich zeige euch das mal ganz schnell, dass das nämlich doch geht, was ich in dem einen Video gesagt habe, was nicht geht. Also ich habe hier drei Strohbohnen übereinander. Ja, die Gabel, die hält das alles aus. Ich hoffe, die hält das auch lange aus. Schnelle Brille habe ich wieder. Es ist draußen fast 30 Grad. Es ist einfach nur unangenehm warm draußen. Dementsprechend blendet die Sonne halt auch ultra und Brille muss sein. So, ich habe gerade mit Carsten einmal telefoniert. Ich bin ja, seitdem ich Anlage voll gemacht habe, bin ich hier am Strohbohnenstapel. Da hinten eine 10 Hektar Fläche, die ist fertig. Und dann muss ich noch von 3 Hektar, lass es 8 Bund sein, hier entweder zu der Miete oder zu der anderen Miete fahren. Nee, und es ging um Drescher. Der ist uns ja gestern da am Schneidwerk eine Rutschkupplung kaputt gegangen. Und dann habe ich gestern Abend nach dem Feierabend noch mit der Werkstatt geschrieben und Typenschilder hin und her geschickt und ein Video geschickt, wo ich meinte, wo die Metallspäne zu sehen ist. Ja, wir haben dann über Nachtexpress eine Rutschkupplung wohl bestellt, wollten sie. Auf jeden Fall kamen die heute Morgen mit einer Rutschkupplung an, mit einer 110 Newtonmeter Rutschkupplung. So, jetzt haben sie das alles auseinandergebaut und dann haben sie gesehen, sie brauchen eine 100 Newtonmeter Rutschkupplung. Ja, dementsprechend läuft der Drescher jetzt gerade leider nicht. Morgen früh telefonieren wir, wenn es jetzt in der Nacht, wie es angekündigt ist, soll es eigentlich regnen. Wenn es viel regnet, lassen wir das morgen wegen Sonntags extra Aufschlag, dann kostet das wieder Unmengen Geld. Dann kommen sie erst Montag und ansonsten ja, versuchen wir das morgen in Gange zu kriegen, damit wir die letzten halben Hektar morgen um 10 irgendwie versuchen können abzukriegen. Ja, ansonsten geht es heute Abend essen. Wir feiern von Carsten das 20-jährige Jubiläum. Der ist mit 16 Ausbildung, hat er damals bei uns angefangen. Vor 20 Jahren, am 1. August, da hatten wir noch Kühe und alles. Und seitdem ist er bei uns. Das ist absolut genial. Und genau, da wollen wir heute Abend essen. Dementsprechend, ich stelle hier die letzten Strohbunde zusammen. Zu Hause auf dem Hof ist keiner mehr. Carsten ist nach Hause. Christopher hat seine Zwischenfrüchte fertig gedreht. Und ja, dementsprechend verabschiede ich mich auch jetzt hier im Video. Die Strohbunde stelle ich noch alle weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich bin ja nicht Bio-Peters, wenn ich nicht jedes Mal irgendwas kaputt kriege, ne?